Hallo Steinbock, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Steinbock. Die, die bis jetzt gehabt haben und die, die heute haben, alles Gute zum Geburtstag oder die nächsten Tagen, ja? Wir schauen jetzt, wie die Energie sich für dich zeigt, Steinbock, ja? Für kommende Woche, wie die Energie für dich steht. Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Uiui, au, au. Rad des Schicksals hat sich umgedreht. Wow. Neun der Schwerter. Wow. Steinbock. Was für Karten. Wow, 10 der Stäbe. Also 10 der Stäbe, 10 der Schwerter auf den Tisch. Ja? Also ich spüre hier ein Ende in einer bestimmten Situation, Steinbock. Das Gefühl wäre vorerst das. Ja? Ein Ende. Die Nummer 10 deutet schon für Veränderungen, für Situationen, die sich die man beendet und irgendwie ist das nämlich so. Ich habe hier zweimal die Nummer 10. Ja? Und ja, ich spüre hier bei dir ein Ende irgendwie. Schau mal hier, Königin der Kelche, Skorpion, Krebs, Fische. Es gibt hier eine komplizierte Situation mit einer Person. Oder es fühlt sich, wie gesagt, es fühlt sich irgendwie kompliziert. In manchen Fällen, eine Person kann halt nicht mehr. Es ist sehr interessant, was ich gerade spüre, Steinbock. Ich habe in manchen Fällen hier eine dritte Person. In manchen Fällen, ja, ich spreche nicht für alle, aber in manchen Fällen sehe ich hier eine klare Situation von Dreierbeziehungen oder eine dritte Person. Was ich dir sagen wollte, Steinbock, ich spüre sehr, es ist interessant, dass ich gerade mit Sternzeichen Skorpion und mit dir gerade doch eine Verbindung sehe. Ich weiß nicht, ob du mit Sternzeichen Skorpion doch eine Verbindung hast, aber ich spüre das sehr deutlich hier, weil ich hatte so eine ähnliche Situation bei Sternzeichen Skorpion heute von einer Person, die es satt hat oder die einfach nicht mehr kann mit einer bestimmten Situation. Ja? Es ist einfach nur interessant. Also, wie gesagt, schau mal bitte, welche Karten für dich jetzt auf dem Tisch sind. As der Kelche, die Gerechtigkeit und die Nummer 10 der Schwerter. Also, ich sehe hier nochmals Sternzeichen Waage, auch bei dir präsent. Fische, nämlich auch, Sternzeichen Fische, Krebs, Skorpion, Waage, vorerst, ja. Ich spüre hier eine Person, die Grenze setzt. Ja. Du siehst ja, ich habe hier eine karmische Situation. Es gibt hier schon eine klare karmische Situation. Eine Person, die Grenze setzt. Und diese Grenze setzen hat schon mit einem Schluss zu tun. Ja. Das ist das Gefühl, was ich hier bekomme. Mit diesen 10 der Schwerter, 10 der Stäbe und die Gerechtigkeit natürlich. Die Gerechtigkeit nämlich auch. Es gibt hier ein Ende, einen Schluss mit einer dritten Person. Wenn du mir sagst, dass das jetzt Arbeit ist, für manche, wenn das jetzt Arbeit ist, am Ende habe ich die gleiche Situation.
etwas, wo man nicht mehr kann. Also ich kann einfach nicht mehr, ich mache hier einen Schluss. Ich meine, es gibt hier eine Ende, Steinbock. Diese 10 der Schwerter deutet auf eine klare Ende. Und schon ein sehr kompliziertes, weil ich spüre hier eine Situation, die schon sehr lange in der Zeit geht. Augenblick, Steinbock, die Gerechtigkeit. Nee, ich meine das Gericht und die Gerechtigkeit. Du siehst, in manchen Fällen habe ich sogar eine juristische Situation hier. Eine klare karmische Situation hier, Steinbock. Aber das weißt du ja. Ne? Die Karten irren sich nicht. Ne? Acht der Kelche. Nochmals rede ich über einen Loslassen. Also ich gehe. Ich verlasse eine Situation. Ich verlasse eine komplizierte Situation. Für jeder spricht anders. In manchen Fällen habe ich hier mit einer Scheidung zu tun. Für manche spricht das hier für eine Trennung, eine Scheidung, einen Schluss, ein Ende. Für manche ist das hier eine Kündigung. Ja, es könnte möglich sein. Auf jeden Fall, es gibt hier einen Schluss. Die Gefühle haben sich geändert hier. Also, die Gefühle haben sich hier geändert. Mit einer Situation einer Person, in manchen Fällen. Eine Situation mit jemand, eine Situation, die schon sehr lang in der Zeit geht, ja, oder die man schon sehr lang kennt oder wie auch immer. Steinbock, in der Mitte für deine Legung habe ich sechs der Münzen. Wie du siehst, in dieser Illustration von dieser Karte, sechs der Münzen wird mit einer Maske gezeigt, ja. Es ist nicht umsonst, ja, also es gibt hier schon einen Grund, in dem Fall, warum diese Karte bei dir in der Mitte jetzt kommt, ja. Also wir haben hier mit einer klaren karmischen Situation zu tun. Eine klare karmische Situation. Und ja, das Gefühl gerade hier, dass ich mit einer Dreierbeziehung zu tun habe, eine dritte Person, ist sehr, sehr deutlich. Ja, sehr, sehr deutlich. Schau mal bitte jetzt hier. Also, drei der Kelche, sechste Münzen und die Gerechtigkeit. Es ist einfach stark, wie manchmal die Kombination von Karten ist, ja. Weil in dem Fall, es ist einfach deutlich, dass ich mit dieser dritte Person zu tun habe. Eine klare karmische Situation. Und ja, irgendwie gibt es hier ein Ende. Das ist, was ich hier spüre. Ein Ende. Ja. Es gibt mehrere Karten, die das sagen, weil es gibt hier schon einen Treubruch oder ein Gefühl von Schmerz. Also eine Person leidet, eine Person kann einfach nicht mehr, es fühlt sich einfach zu sehr kompliziert oder schwer, die Situation. Jemand in manchen Fällen möchte auch nicht mehr die dritte Person sein, so ungefähr. Also ja, man möchte nicht mehr die dritte Person sein, egal wie stark die Gefühle sind, ist egal. Aber jemand möchte es nicht mehr. In manchen Fällen hast du hier eine Verbindung zu dieser Person durch deine Arbeit. In manchen Fällen muss aber nicht sein. Es gibt eine klare Lektion zum Lernen hier, Steinbock. Es gibt eine klare Lektion zum Lernen. Ja. Und ja, es ist Karma. Was ich hier habe, ist Karma pur. Karma pur. Also sechs der Münzen und die Karte, die Gerechtigkeit, ist einfach Karma. Karma pur. Also jeder bekommt, was jeder verdient. Jeder bekommt, was jeder verdient. Ja. Dass diese Gerechtigkeit oft in manchen Fällen nicht angenehm ist, weil klar, nicht wir alle leben das gleiche Leben. Und nicht wir alle, also es kommt darauf an, ob du mehr von den Yin hast oder den Yang hast, ob du Mann oder Frau bist. Ja, es kommt tatsächlich sehr darauf an. Und wie die Energie sich für dich spiegelt.
Was ich hier aber nur sagen kann, ist, dass wir hier mit Karma zu tun haben. Karma existiert. Ich sage es so, weil ich weiß, viele Menschen glauben nicht daran. Karma existiert. Ich persönlich habe viel Respekt davor. Ja? Also ich habe viel Respekt vor Karma. Und was ich hier habe, ist einfach Karma pur. Das heißt, jeder bekommt, was jeder verdient. Tatsächlich. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist, was wir hier haben. Ja. Die Gerechtigkeit ist da. Das ist alles. Die Gerechtigkeit ist da. Schau mal bitte jetzt Steinbock. Also ich habe hier die Karte der Tod, 6 der Münzen und die Karte der Wagen. Sternzeichen Skorpion, Sternzeichen Krebs und Sternzeichen Fische. Alle Wasser-Sternzeichen sind bei dir auf dem Tisch. Es gibt, wie du siehst, eine komplizierte Situation, die Karte der Tod, in manchen Fällen nochmals etwas, was man schon ja, verlassen hatte, beendet hatte. Irgendwie dieses Kommen und Gehen, in manchen Fällen gibt es hier ja, ein Gefühl von Wiederkommen und Gehen. Man möchte die Person wieder treffen und wieder gehe ich. Ja, weil wir hier mit einer dritten Person zu tun haben. Ja. Es gibt hier eine klare Transformation in diese Situation. Es gibt hier eine klare Entscheidung, die man treffen muss und in manchen Fällen gezwungen. Weil in manchen Fällen fällt mir hier die Karte der Turm. Denn ich denke, wir haben hier mit einer klaren göttlichen Führung, also es gibt hier eine göttliche Gerechtigkeit. Ja? Deswegen sage ich, mir fällt halt die Karte der Turm hier. Weil das ist einfach durch eine göttliche Gerechtigkeit. Eine Person nochmals, die immer wieder kommt und geht. Ich denke, es gibt hier eine geografische Distanz zu dieser Person. Eine geografische Distanz gibt es schon hier. Und irgendwie ein Gefühl von eine Reise machen zu wollen, aber mit Sendeschwerter. Ich denke, entweder diese Reise wird nicht geschehen. Ja, diese Reise wird irgendwie nicht sich ergeben. Wegen dieser Zenderschwerter. Weil es gibt hier einen Schluss. Schau mal bitte jetzt hier, was ich hier habe. Zendermünzen, Zenderschwerter, Zenderstäbe. Die Nummer 10, 10, 10. Es gibt ein Ende. Ich habe keine anderen Worte für diese Energie. Ein Ende. Deutlich. Deutlich ein Ende, weil eine Person in einer Beziehung ist. Eine Person ist verheiratet, ohne Zweifel. Eine Person ist verheiratet, in manchen Fällen. Eine Person lässt sich hier scheiden oder trennt sich in manchen Fällen. Ja. Früher oder später. Also ich habe hier eine Energie von einer Person, die, wenn diese Person in einer Beziehung ist gerade oder war, wird aber nicht so lang so bleiben. Weil das geht zu Ende. Es gibt hier eine Beziehung, eine familiäre Situation, die zu Ende geht. Und das wird positiv sein. Ne? Also es gibt hier ein Ende in eine familiäre Situation, eine klare Transformation in der Familie, die sehr positiv sein wird. Sehr positiv sogar. Die Sache ist, es gibt hier irgendwie mehrere Beteiligten, mehrere Optionen.
Es gibt hier eine klare karmische Situation, was mit einer dritten Person zu tun hat. Und eine Person trägt hier einfach eine Maske. Eine Person trägt hier eine Maske, aber wie gesagt, nicht zu sehr lang wird so bleiben, weil nochmals, es gibt eine klare göttliche Gerechtigkeit hier zu spüren. Es gibt eine göttliche Gerechtigkeit. Und das bringt auf jeden Fall Veränderungen. Eine klare Veränderung hier, eine klare Transformation. Ja. Tatsächlich. Es gibt hier eine wichtige Entscheidung zu treffen. Es gibt hier eine starke Transformation bei dir. Also Steinbock, deine Legung ist für mich gerade wie bei Sternzeichen Jungfrau. Es war eine starke Energie bei Sternzeichen Jungfrau. Muss ich wirklich sagen. Eine starke Energie bei Sternzeichen Jungfrau. Und bei dir ist es so, dass ich hier eine klare, auch eine klare Transformation oder Veränderung bei dir sehe. Und ich denke, ich rede hier über eine klare familiäre Situation, familiäre Angelegenheit, wo Geheimnisse da zu sehen sind. Es gibt hier Geheimnisse, was ja mit einer dritten Person zu tun haben kann, ja, weil eine Person verheiratet ist oder in einer Beziehung ist. Ja, und das geht, wie wir wissen, nicht lang in der Zeit. Das, also am Ende, Karma existiert, am Ende irgendwie, wenn wir nicht mit unserer Wahrheit gehen, wenn wir mit der Wahrheit nicht gehen, früher oder später, ergeben sich die Sachen. Also, ja, also früher oder später, weil Karma, wie gesagt, existiert. Karma existiert. Ja, und das spüren wir, wenn wir dann ein Ergebnis da haben. Also Steinbock, die Energie bei dir zeigt sich halt als einen Schluss. Es gibt hier, wie gesagt, ein Ende. Nächste Woche, zumindest diese Legung ist für die dritte Woche Januar. Es kann möglich sein, dass du es sogar jetzt spürst, diese Situation, oder langsam etwas spürst. Weil sonst, wie gesagt, diese Legung spricht für diese nächste Woche. Und die Energie zeigt sich sehr, ja, sehr interessant. Ja. Es gibt hier eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Es gibt hier eine Wahrheit, kommt ans Licht. Eine Wahrheit kommt ans Licht. Und das fühlt sich natürlich nicht leicht. Überhaupt, Veränderungen sind nie einfach. Ja? Veränderungen sind hart, aber nötig. Und ich spüre hier eine klare Veränderung bei dir. Eine klare Veränderung. Nochmals, was mit deiner familiären Situation zu tun hat. Ja? Eine klare Transformation gibt es hier. Die, ich finde, positiv. Ja? Die Transformation in sich ist positiv. Aber die Transformation und die Veränderungen sind halt nicht leicht. Aber positiv und nötig. Ja, Steinbock, Entschuldigung, meine Pause. Ich versuche, ein bisschen weiter zu denken, was ich dir hier noch sagen kann. Ja. Weil es gibt, wie gesagt, hier eine Person, die eigentlich in einer bestimmten Situation nicht länger bleiben möchte. Und in diesem Geheimnis, es gibt hier einen klaren Geheimnis. Und was ich hier sagen kann in dieser Legung ist wirklich, dass irgendeine Wahrheit ans Licht kommt. Das ist, was ich hier spüre. Und diese Wahrheit, die ans Licht kommt,
Für manche hat mit einer dritten Person zu tun. Ja. Genau. In manchen Fällen, jemand möchte hier auch eine Reise machen, aber was ich denke ist, diese Reise wird nicht geschehen, es wird nicht kommen. Es wird nicht kommen, weil wir hier auch mit einer karmischen Situation zu tun haben. Ja, wir haben hier mit einer klaren karmischen Situation zu tun. Steinbock, ich überlege, aber ich ehrlich, also über diese Situation weiß ich nicht mehr, was ich dir sagen soll. Außer, wie gesagt, dass wir hier mit einem Balance zu tun haben werden. Es wird hier Balance in dieser Situation geben. Ja, es wird, ja, die Energie wird sich mit dieser Gerechtigkeit schon balancieren. Und ja, also Steinbock, das ist die Energie, die sich für dich für nächste Woche zeigt. Du siehst ja, du merkst ja, ist nicht leicht. Also ich spüre hier auch, es ist nicht leicht. Ja, nochmals, das Gefühl ist wie bei Sternzeichen Jungfrau. Es war eine starke Legung, muss ich dir schon sagen. Die stärkste Legung heute für mich. Aber deine Energie zeigt auch so eine Situation, ja, von irgendwie eine karmische Angelegenheit, was mit der Familie zu tun hat, was nicht ehrlich sich zeigt. Es gibt hier keine, ja, keine Ehrlichkeit zu spüren, aber eine Wahrheit, die am Ende doch ans Licht kommt, eine bestimmte göttliche Gerechtigkeit, was ich hier spüre, die sich ab nächste Woche zeigen wird, ja. Und das bringt natürlich Veränderungen hier. Das bringt Veränderungen. Klare, deutliche, nicht einfache Veränderungen. Das muss ich schon sagen. Aber es gibt keine Veränderung, die nicht, die ohne Schmerz verbunden ist. Also alle Veränderungen, große Veränderungen in unserem Leben, unsere Entwicklung hat mit einem Schmerz verbunden. Das können wir nicht vermeiden. Es ist einfach so. Es gibt keine Veränderung ohne Schmerz. Und das zeigt sich nämlich hier auch. Es kommt eine klare Veränderung, aber nicht unbedingt vielleicht ohne Schmerz. Ja. In manchen Fällen sehe ich hier eine juristische Kommunikation. Eine juristische Kommunikation, die auch sich kompliziert zeigt, muss ich halt sagen. Steinbock, wir schauen halt nächste Woche. Ich bin gespannt, was du hier, wie du das hier siehst, wie es für dich sich zeigt. Ich meine, ja, ich wünsche dir eine schöne Woche auf jeden Fall. Dankeschön für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald, Steinbock. Tschüss.